So, kleine Probeaufnahme. Seit kurzem habe ich nämlich so ein sexy Schaumstoffverhüterli auf dem Mikrofon und jetzt muss ich mal gucken, ob mir die Pegel noch so gefallen oder ob ich da noch ein bisschen dran schrauben muss. Es ist immer noch scheiße, wenn ich da reinpuste. Gut, sollte man natürlich einfach vermeiden. Haha. So, testhalber schmeiße ich mal ein Spiel rein. Damit ich mir den Kokolores gleich anhören kann. Und ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf Assassin's Creed heute. Ich bimmel immer noch bei Teil 4 rum. Aber stehe auf Teil 4 da. Schön in der Karibik rumcruisen. Das gefällt mir sehr gut. Ist eindeutig viel zu hell hier. So. Schon besser. Zack. So. Jutsch. Jetzt bin ich mal. Hoch. Bisschen laut auf dem Kopfhörer. Junge, Junge. Jetzt wäre mir fast ein Ei aus der Hose geflogen. Prost. Beliebig Taste. Löppt. Ja, tralala. So, springen wir einfach mal rein. Und machen mal Luki Luki. So, das sieht hier alles sehr geschmeidig aus. Schön, schön. Gefällt mir. Lalalalalala. Ominöser Ladebildschirm. Stunden vergehen. Ich muss mir doch echt mal so einen schnurlosen Controller zulegen. Langsam geht mir das hier echt auf den Zünder mit den ganzen Kabeln. Ist ja schlimm. Ist halt ja. Aha. Auf dem Meer. So. Shoot. Schippern wir einfach mal los. Gib Kette, Junge. Ah, da vorne ist Beute. Da treibt irgend so ein Zeug. Nehmen wir mit. Ja, apropos. Ach, das ist eine kleine Insel. Ah, ja. Die Jungs singen wieder. Was haben wir hier? Ein Schoner. Oh, den greifen wir mal an. Den greifen wir mal an. Spaßeshalber. Das sind diverse Schiffe. Vielleicht sollte ich mich mit denen besser nicht anlegen. Wer bist du denn? Steuerbord, Konvoi hoch. Fresse. Reich beladen zu sein, Captain. Gib ihm. Und jetzt rammen, Junge. Rammen. Alle Mann auf Position. Warten auf dein Zeichen, Captain. Sehr, war ja Absicht. Autsch, autsch, autsch. Zurückschieße ich dann. Wer hat den denn so kaputt geschossen? War ich das? Nein. Zack. Ah, fuck. Vielleicht sollte ich erstmal zielen, bevor ich feuer. Ich hab das voll drauf. Das ist der Vorführeffekt. Sobald die Kamera läuft, geht hier nichts mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gruppe einziehen. Alter! Oh, okay. Ich glaube, da waren doch mehrere Schiffe an dem Gefecht beteiligt und deswegen war ich auch relativ schnell weg vom Fenster. Naja. Welch eine Überraschung. Na gut. Dann. Was machen wir? Erstmal Gas geben hier. Volle Segel. Wo soll ich überhaupt hin? Ich habe doch hier so ein Einsatzziel. Rauszoomen? Wo ist es denn? Da ist es. Hauptmission. Zuckerrohr und seine Produkte. Ja, komm, wir schippen da mal hin. So. Wetter ist gut. Da kann man auch mal eine kleine Spazierfahrt unternehmen. Kleine Butterfahrt mit der Jackdaw. Durch die Karibik.
Mein stolzes Schiffchen, haha. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübschig. So, aber ab und zu müssen wir mal gucken, wo wir hinsegeln, weil hier sind ja öfter mal so Riffe oder auch Sandbänke. Teilweise auch Inseln. Da sollte man nicht gegenschippern. Nein, nein. Oh, Zeug. Nehmen wir mit. Einmal Holz. Was bist du? Pissetiges Kanonenbrot. Lohnt sich nicht. So. Wir segeln schon gegen den Wind. Auch sehr geil. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, Bremsen. Und Gas. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. Löppt. Es segelt doch, es segelt doch. Ist alles wunderbärli. Aha, da sind wir ja schon. Hier soll ich hin? Hier ist doch weiter und weit überhaupt nichts. Lass mich gucken auf Karte. Tatsache. Na gut. Ram und Marssegel fest surren! Halber Wind, Männer! Beruhigt sie! Ich werde das Schiffchen mal hier parken. Segel bergen! Okay. Und hepp! Schwing! Captain im Wasser! Captain über Bord! Was seid ihr denn für ein Volk? Ich komm mal vorbei. Gucken wir uns das hier mal näher an. So. Andreas Island. Nice. Das ist doch bestimmt hier der Aussichtspunkt. Den hole ich mir immer als erstes. Erstmal Aussichtspunkte abklappern. Lecker Kram, renn hier auch rum. Gibt's später zum Abendessen. Hau ich mir schön auf den Grill. So. Kletter, du Sau. Ich weiß, dass du es willst. Na los. Und kraxeln und hinauf und wunderbar. Gefällt mir sehr gut. So. Cool. Quack, quack, quack. Hepp. Ja, hau ab, du blödes Vieh. So, einmal synchronisieren. Jetzt haben wir den vollen Überblick. So groß ist die Insel ja nun nicht. So. Und nun? Adieu, du schnöde Welt. Flachkörper macht Laune. So. Achso, falls sich jemand wundert, warum ich so scheiße viel Geld habe. Ich habe gecheatet. Aber ich weiß, die Leute werden jetzt wieder rumheulen. Cheater, Cheater, blablabla. Ja, lass mich doch im Singleplayer cheaten. Da verarsche ich doch nur mich selber. Geht doch voll klar. Zack. So. Und trotzdem nehme ich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay, okay, okay. Gut. Jetzt gehen wir noch in den Kneipe einsaufen. Und dann ist auch erstmal genug getestet. Dann höre ich mir den Scheiß hier erstmal an. Was willst du denn? Aufs Maul oder was? Hallo? Ich weiß es ja nicht. Die wollen was aufs Maul. Ja, die will ich helfen, Junge. Nimm dies. Hau um! Klatsch, links, rechts, boing. Geht doch. Zack. Ich fasse es ja nicht. Ich wollte doch nur einen heben. Und da kommen hier so Spackos an und werd frech. Nicht zu fassen. Komm her, du Wichser. Zack. Komm, versuch das nochmal. Du kriegst mich nicht. Ich kann karibisches Judo. Hab ich vom Sensei gelernt. Na komm, das wird lustig. Hauen um. Nicht zu fassen. Denkst du an nichts Böses? So, Junge. Zur Strafe nehme ich euch jetzt euer Taschengeld ab. Mann, 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 Mann. Man kann hier nicht mal in Ruhe einsaufen gehen. Das ist wirklich ein Kreuz. So. War da nicht noch ein Vierter? Da hinten. Ein Abwuchsen werde ich die nicht, aber beklauen werde ich sie jetzt noch. Das habt ihr jetzt davon. Pille Männer.
So, was ist jetzt hier mit Schnaps, Junge? Gib mich mal einen steifen Grog. Oder einen Rum, besser gesagt. Ich will einen saufen. Ich will nicht mit dir labern. Ach, was ist das denn für ein Scheißspiel? Und er hier? Achso, er will zocken. Oder? Brauche ich Hände? Keine Ahnung. Komm mal mit. Heuern Sie Seeleute für Ihre Schiffsbesatzung an. Je größer die Besatzung, desto höher die Enterstärke. Ja, macht Sinn. Crew. Ah, guck mal. Ich kann sogar noch ein paar Leute mitnehmen. Machen wir. 1800 Real kostet der Spaß. Ja, ich hab aber genug. Ist gebongt. Machen wir. Gut. Bedanke mich. Und er hier. Geht mir doch mal aus der Sonne, Leute. Scheiß Menschen immer. Er hier will Würfel spielen. Oder was ist das? Nee, das ist. Wie nennt sich das? Mühle, genau. Ich habe null Ahnung, wie man Mühle spielt. Ich werde jetzt nicht Mühle spielen. Wusste ich gar nicht, dass die früher in der Karibik so gerne Mühle gespielt haben. Aber offenbar ist dem so. So, ich sehe gerade, da vorne sind noch Dingens. Kisten. Die grasen wir natürlich noch eben ab. Zwei Stück nebeneinander. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So. Schön alles einsacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Und hier vorne gibt es ein Fragment von einer Schatzkarte zu holen. Oh. Oh, der liegt schon mal länger hier. Eieiei, kann hier mal einer wegräumen? Wo sind wir denn hier? Arme Sau. Erstmal looten den Typen. I found a Schatzkarte. Ja, ja. Irgendwann werde ich auch herausfinden, wie das mit den Schatzkarten funktioniert, aber... Lass mich schon mal da. Ja. Ach, da stand sogar Koordinaten dabei. Ah, okay. Schön, schön. So, was gibt es hier noch zu reißen auf dieser winzigen Insel? Ich werde nämlich jetzt nicht mit der Haupthandlung fortfahren. Ich werde hier gleich wieder abbürgen. Da ist noch eine Flaschenpost. Da hinten sind noch mehr. Diverse Truhen und da kann ich Leguane jagen. Was ist das? Ein örtlicher Offizier. Achso, da kann ich meinen Bekanntheitsgrad verringern. Ja gut. Ist momentan nicht erforderlich. Momentan suchen sie mich nicht. Ich gras erstmal hier alles, was man so collecten kann, ab. Collectibles. Oh, ein Hundi. Zum Angeln stehst du da eigentlich richtig scheiße. Würde ich als Amateur jetzt mal behaupten. Aber naja, ihr macht das schon. Ah, Flaschenpost. A message in the bottle. Fump. Ah. Ein kurioser Vorfall auf See. Ach je. Ja. Schön, schön, gut, gut. Lese ich bei Gelegenheit mal. Raus. Gut. Da vorne ist Sperrgebiet. Also dieses rote Ding da auf der Minikarte. Da, wo ich jetzt drauf zulatsche. Will ich da hin? Gibt's was zu holen? Ich glaube, da gibt's ein Shanty. Nee, ein Manuskript ist das. Nee, komm. Ich geh erstmal die Truhen abgrasen. Vielleicht begegnen wir unterwegs noch einen Leguan, den ich umlegen kann. Schön lecker. Nein, nicht ins Sperrgebiet. Nicht ins Sperrgebiet, Dunk. Geh weg. Da oben ist noch so ein scheiß Animus-Fragment. Das können wir ja auch mal eben mitnehmen, oder? Wo wir gerade mal hier sind, nehmen wir auch noch das Animus-Fragment mit. Ich habe nie gescheckt, was es mit diesen Animus-Fragmenten überhaupt auf sich hat. Aber egal. Nimm mit den Stuss. So. Krabbel, krabbel, kraxel. Ich wünschte, ich könnte so klettern wie der Typ, mal. So. Meins. Ein goldener Kompass. Oh, guck mal. Noch mehr Krabben. Und der Hund. Der Hund ist mir offenbar gefolgt. Vielleicht ist es auch ein anderer. So. Und da hinten ist noch so eine... Hallo? Ja. Bist ein feines Hundi. Ganz ein feines Hundi. So. Und tschüss. So, hier ist auch so eine gelbe Truhe. Da sind immer irgendwelche lustigen Items drin. Mal gucken. 3.500 Geld waren da vor allen Dingen mal drin. Das ist ganz ordentlich. Aber kein Item. Hm. Naja. Man kann hier alles haben. So. Was ist das hier noch? Der Hafenmeister? Ach, da kann ich mein Schiffchen noch aufpolieren. Oh, das habe ich gerade erst. Um weitere Upgrades zu kaufen, muss ich erst in der Haupthandlung fortfahren. Und das habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Gut, dann holen wir das scheiß Animus-Fragment auch noch. Und dann habe ich die Insel eigentlich ziemlich sauber abgegrast.
Beziehungsweise dann werde ich mir dieses scheiß Manuskript in dem Sperrgebiet auch noch holen. Wäre doch albern. Huch. Zack. Fragment eingetütet. Nice. Und zurück, Marsch. Hoppala. Das sah jetzt aber ein bisschen ungeschmeidig aus. Aber naja. Poe Buddy ist nerfed. Ach komm. Ja, komm her. Ja, bisschen feiner. Ich hab dich auch lieb. Bisschen feines Hundi. So. Oh, guck mal. Aha. Es ist immer Vollmond in diesen Spielen. Oder? Soll das überhaupt Vollmond darstellen? Auf jeden Fall sieht es schön aus, oder? Guck mal, Leute. Ah. Vollmond über dem Karibischen Meer. Ich und mein Hund starren hinaus auf die See. Naja, so viel dazu. Scheiß was auf Romantik. Ich gehe jetzt ein paar Leute messern. Ja. Morning. Komm her, Jungs. Was auf die Omme. Zack. Ich bin mal so höflich und bring die nicht um. Ich hau die nur kaputt. Zack. Zack. Kannst mal sehen. Ich habe heute meinen sozialen Tag. Nee, nicht Attentaten, sondern beklauen. So. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Deswegen schon alles mitnehmen. Was nicht nied- und nagelfest ist. So, und hier gibt es jetzt noch so ein Manuskript. Beute. Nice. So, damit habe ich diese Insel tatsächlich. Tutti completi? Yes. Alles abgegrast. Was war das hier nochmal? Achso, der Offizier, genau. Ja, gut. Dann sag ich mal, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob ich den Quatsch hier überhaupt auf YouTube hochlade. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Kinder. Ich habe euch lieb. Macht's gut. Ciao.